Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed Me Slide. Ich bin's, der Black, und ich gehe mal nach Hause. Ich muss mein Inventar ausleeren. Außerdem muss ich höchstwahrscheinlich, hier mal gucken beim Cobblestone. Der könnte schon wieder voll sein. Ja, die ist schon wieder voll. Das heißt, ich muss hier ganz dringend einmal Pflasterstein reinsetzen, damit nichts mehr zukommt, weil das müllt mir jetzt gerade alles hier voll. Hier schon wieder ein Haufen. Oh Gott. Entsprechend kann der Pflasterstein, den ich habe, auch direkt mal hier reingewurstet werden. Tipp. War nicht so viel. Hier ist noch welcher. Lidohr, das wollte ich auch noch in die Schmelze geben. Schmelzen. Die Erde lasse ich mal da. Den Kies kann ich auch recyceln, brauche ich nicht. Kies recyceln. Okay, Blumen können erstmal weg. Feuerstein brauche ich nicht. Die Treppen eigentlich auch nicht mehr. Lalalala. Wie ich mir alles vollwurste hier. Schlimm. Ja, der Recycler kommt jetzt gerade nicht hinterher. Das heißt, ich muss hier erstmal ein bisschen nacharbeiten lassen. Oh je. Und wie gesagt, der ist ja schon auf maximaler Stufe. Mehr geht nicht. So, jetzt kommt er hinterher. Dann kann ich das hier wieder mit reinhauen. Okay. Den Rest können wir einsortieren lassen. Erstmal Erde, das hier und das hier. Okay, und ich müsste auch noch Solarpanels craften, aber das kriegen wir auch noch hin. Jetzt sind wir aber erstmal dabei, die ganzen Item-Frames zu bauen. Das heißt, wir brauchen einen Haufen Goldbarren, Elektrum-Ingot, Brass-Ingot habe ich hier hinten reingeschmissen, ne? Bronzebarren, Elektrum, Ferrus, Bronze, Red Alloy, Nanu. Ich die nicht einsortieren können. Kann natürlich auch sein. Hier haben wir Breath Ingot. Einmal. Haben wir hier noch welche? Nein. Nein. Mehr habe ich nicht. Wie gingen die? R. R ist hier. Breath Blend. Ja, toll. Oder aber Copper und Tin. Copper und Tin. Das kriegt man hin. Das heißt, Kupfer 1, 2, 3. Und Zinn 1. Dann haben wir wieder einen Stack von Breath Ingots. Jetzt kein Nikolit mehr da. Das nehmen wir mal raus. Das auch. Beziehungsweise das kann ich ja immer drin lassen. Tin, Copper, Copper, Copper. Und da kommt dann hoffentlich auch das Richtige raus. Ja, Breath Ingot. Sehr schön. Beziehungsweise wir haben dann nicht einen Stack, wir haben dann vier Stacks, das ist noch besser. Aus den Blue habe ich noch irgendwo Blue Alloy, Blue Alloy, Blue Alloy. Da kann ich dann gleich mal die Solarpanels craften. So, hopp. Da ich das Rezept nicht erst auswählen will, die Red Dinger raus. Blue in die Mitte. Dip, 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 dip. Das da rein. Und dann schauen wir mal, 8 Stück wieder. 9 insgesamt. Sehr schön. Können wir dann bei Gelegenheit setzen. Was wir jetzt noch bei Gelegenheit machen, ist nochmal... Oh, das Chatback hat aber ganz schön gelitten jetzt. Aber wir waren ja auch eine Weile unterwegs. So, die Schuhe ist jetzt nicht ganz so wild. Aber das Chatback müssen wir wieder auffüllen. Dann können wir auch gleich schlafen gehen. Draußen ist arg finster. Und im Dunkeln ist bekanntermaßen gut munkeln. Man muss ja nicht im Dunkeln arbeiten. So, gucken wir mal hier ins Bettchen. Sehr schön. Danke. Und wir müssen die Sticks, brauchen wir Sticks, 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 Sticks. Das heißt, wir haben hier Stämme, Eichenholz, Eichenholz, Eichenholz und Eichenholz. Und all dieses Eichenholz hauen wir hier rein und hauen das zu Dings durch. Alles, so, okay. Ich brauche nämlich tausende, Millionen und Abermillionen Stickies. So, okay, das reicht jetzt mal. Na, mehr wird jetzt auch erstmal nicht, weil Inventar voll und so. Dip, 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 dip. Einmal so. Das dafür raus, das wieder rein. So, hier haben wir noch einen. Und dann los geht's. 40. Das waren ja viele. Na gut, dann machen wir halt weiter, indem wir uns erstmal Poplar Ingots holen. Mit 40 komme ich bei weitem nicht hin, denke ich. Ich höre irgendwie ein Skelett. Aber ist egal. Bleiben wir hier hin. So, Poplar Ingots in die Mitte.
Ich meine, ich brauche 8 Stickies für einen so einen Frame. So, meine Fresse. So, 46, 64, ein ganzes Dings voll. Okay. Wir machen aber trotzdem das Zeug, was wir haben, noch fertig. So, genau. Okay. Wieder haufenweise Stickies. Die kommen wieder hier rein. Braverweise, das hier wieder in die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kann ich mal runternehmen. 8. Und dann haben wir die 40 auch noch durchgewurstet. Die Stickies kann ich erstmal hier reinhauen. Wenn wir da welche brauchen, weiß ich, wo ich es finde. Genau wie ihr und du. Und du, da kannst du auch erstmal weg, Elektrum-Ingot. Okay. Damit hätten wir wieder was. Gehen wir mal zurück. Ist quasi das Erste, was wir brauchen. Dass ich erstmal durchgelassen werde, genau. Das Tor ist offen, zu. Ich meine, jetzt solange ich hier arbeite, kann ich doch genauso gut offen lassen. So, genau. Fein. Schönen Dank. So, und hier gehen wir nach unten. Bim. Und fangen im Prinzip. Erstmal mit 2 Erde an, die ich nicht habe. Wisst ihr was? Ja, komm mal her. Zack. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Hier. Okay, hopp. Hopp. Und das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, also so schon mal. 41, 42, 43 muss ich in die Tiefe. Gott, geht das überhaupt noch? 62 waren wir, ne? Oder 68, ja, das geht schon. Okay. Also ich muss ja hier, logischerweise, wenn ich hier quasi das als Dings nehme, muss ich ja auch hier ein ganzes Stück runter. Ich glaube, ich werde mich einfach komplett runtergraben, so weit wie es geht. Und hoffen, dass ich nicht in Lava lande. Da ist Nikolit, da ist Redstone und hier ist Grundgestein. Sehr schön. War das Diamant? Tatsächlich. Weißt du was? Wenn wir jetzt schon mal da sind, ne? Warum sollen wir es nicht mitnehmen? Ich meine nicht, dass wir den jetzt noch großartig brauchen würden. Aber was du hast, hast du. So, dann hatten wir 2 Platz, ne? Genau, und dann im 4. ging es wieder runter. 1, 2 und hier runter. Ich mach mal hier, damit ich... mein gut, wenn Lava uns begegnen würde, wäre vielleicht ganz günstig, wenn Wasser von oben, aber ich ersaufe ja ungern. Dip, 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 dip. Und vorhin sah es also wenig nach Lava aus. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir ja auch bis ins Grundgestein runterkommen. Hier ist eine Höhle, die hat Lü wahrscheinlich schon erkundet. Ganz tief unter der Erde. So. Hier muss ich dann wahrscheinlich auch nochmal, aber erstmal muss ich den hier. Hier muss einer rein, da muss einer rein. Das heißt, ich muss das alles hier freimachen. Ich muss die hier alle vercovern, ist klar. So. Ich glaube, das werde ich auch alles mit Eisen covern machen. Einfach weil ich es kann und weil ich es habe. So. Toll, jetzt habe ich hier vergessen, den zu setzen. So, okay. Nach unten muss ich ja auch vercovern. Insofern haben wir da auch noch ein bisschen was zu tun. Einfach nur zur Sicherheit, für den Fall, dass da noch was kommt oder so. Lululululul. Na komm, wir haben es da fast. Ja, ein paar Klickgeräusche, ne? Klick, 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 klick. Ja, haben es da fast geschafft. Zumindest mit den Frames, die wir haben, sind wir schon mal bis ganz oben hin. Sehr schön. Ich muss natürlich noch hier nach unten, Wind of Excavation, weil ich auch hier ein Cover setzen muss. Auf dem ganzen langen Weg. Depp, 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 depp. Da sind wir. Nicht aufhören, meine ich. Hat mal wieder rumgebackt, die blöde Wind. Ja, kommt halt vor. Muss man mitleben. Muss man mitleben. Es könnte was Schlimmeres geben. So. Nein, nicht aufhören. So. Das heißt, obwohl ich könnte ja eigentlich... habe ich meine Dings mit. Komm, dann mache ich gleich mal hier so ein Cover. Ist nämlich scheißegal, wie das Cover hier an der Seite aussieht. Kann ich auch einfach Erde verwursten. Weil diese Cover sieht keiner. Den hier. Zum Beispiel. Und auch den hier nicht.
wenn ich schon mal dabei bin, das hier, das hier und das hier. Und das hier sieht genauso wenig jemand. Genau wie auf der Seite. Alle. Weißt du was? So. 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 Du auch noch. Jetzt habe ich wieder tausende Cover übrig. Und dann muss ich wahrscheinlich auf den Hover-Mode wechseln. So, Hover-Mode enabled. Jetpack sagt okay. Cover rein. Und die hinteren Cover, die sieht auch keiner. Das heißt, auch hier kann ich einfach... Zip. Hier habe ich noch nicht zu. Also hier, 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 hier. Im Notfall tauschen wir sie halt nochmal aus. So, hier, 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 hier. Schwierig, 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 schwierig. Ich klicke einfach mal irgendwann. Da, wo es nicht geht, dann geht es halt erstmal nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht falsch setzen, weil ich ja sowieso hier irgendwo, ja, in der Nähe bin. Bop, bop, bop. Das war gut, hier oben kann ich es falsch setzen. Okay, also erstmal müssen wir hier die unten noch machen. Nochmal und nochmal. Okay. Da hätten wir das schon. Und das Ganze müssen wir unten dann natürlich auf der anderen Seite ebenfalls nochmal machen. Und wie gesagt, das können wir mit Erdcovern machen. Das sieht eh kein Mensch hier. Das ist scheißegal, wie das aussieht. Den vorderen Teil werden wir schon mit Stahl machen. Also Eisen. Weil das einfach besser ist. Habe ich beschlossen. So. Hinunter. Nicht ganz so weit. Nicht ganz so weit. Beziehungsweise ich kann ja... Hier die setze ich so. Geht nämlich einfacher. Zip, zip, zip. Sobald ich dann im Weg bin, baue ich mir den einfach zu, weil dann komme ich da nämlich nicht hier rein. Das ist schön, dann brauche ich die nicht setzen. So, okay. So, jetzt kann ich wieder einfach klicken. Klickspamming. Hoffentlich habe ich noch genug Cover. Nein, habe ich natürlich nicht. Muss die umsortieren. So. Okay, jetzt aber. Müsste gleich losgehen, hoffe ich. Ja, Klickspamming. Yay! Es geht doch. Bäm, 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 bäm. So, hier hin sind wir. Sehr schön. Was noch benötigt wird, ist erstmal das hier weg. Dann benötige ich, die Seiten brauche ich auch nicht. Die wollte ich auch wieder zumachen. Oder? Oder mache ich das? Mache ich es doch nochmal eins größer? Bin jetzt am überlegen. Ich will halt eine schöne große Transportplattform haben, logischerweise, aber wird die dann zu groß? Schwierige Frage, wisst ihr? Nee, ich versenke die, so wie ich es geplant hatte. Ich versenke die. Das passt so. Beschlossen. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und zwar mit der, so, ja, wie denn? Also wenn ich es versenke, muss ich die Seiten auch machen. Okay, das wollte ich nur wissen, weil da habe ich überlegt jetzt gerade. Beziehungsweise, die Seiten hätte ich ja sowieso machen müssen. Ich muss hier alles vercovern, was, wo nichts drauf ist. Aber, ja, es ist halt schwierig zu sagen, was, wo machst du und wo nicht. So, hopp. Beziehungsweise wie ich das baue. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich lasse es, glaube ich, so, wie es ist. So, so, so. Dem, dem, dem. War ja eh eine ganz schöne Orgie, das Zeug auszuheben. Und da muss nicht noch mehr sein. Deswegen erstmal hier so ganz einfach pauschal an der Seite das Zeugs nach oben gesetzt. War schon wieder blöde. Aber das macht nichts. Sieht man mal wenigstens, dass mal oben ist. Ist schön. So, andere Seite machen wir dasselbe. Der Hover-Mode hat schon was. Muss man sagen. Anders wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Hätte ich mich immer hochbauen müssen. Dip, dip, dip. Den vorderen Teil, den machen wir dann wieder mit Eisenblöcken. Logisch. Hep, 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 hep. Weil den vorderen Teil kann ja wieder jemand sehen.
Das soll ja nicht sein. Oh, alle. Meine Cover sind alle verdammt. Ich gehe mal schlafen. Das heißt nach Hause. Hüp. Hopp. Ist immer schlimm, wenn man hier arbeitet und dann kommt man irgendwie nicht voran. Habermut. So, gute Nacht. Und ich werde mir jetzt noch ein bisschen Erde holen, weil wenn ich jetzt mit Erde da angefangen habe, das zu vercovern, und ich könnte zwar jetzt auch Stein nehmen, wäre alles kein Problem, aber sieht halt doof aus. Dann hinterher, wenn doch mal irgendwo was zu sehen ist. So, Stein, 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 Lapis, 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 Basalt, Heavy Metal, Zinn. Erde da oben. Halber Stack reicht, denke ich. Hopp. Und wo ist denn meine Säge? Da. Die hier ganz schön zu leiten hat. Ich habe hier noch Cover, verdammt. Vielleicht reichen die. Wer weiß das schon. Ich gehe mal wieder durch. Niung. So, hier hat man angefangen. Das heißt, wir machen erstmal... Nein, die reichen bei weitem nicht. Das heißt, ich muss schon dann nochmals machen. Oh, das hier muss weg. So geht das nicht. Zip, 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 zip. Haben es fast geschafft. Und sind schon wieder eins weiter. Okay. Dann hätten wir schon mal diesen Teil. Ich gehe mal von vorne hier einen Screenshot machen von Büs Prachtbauten. Und dann sehen wir weiter. So, Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.